Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Durch diese ganze Black Friday Cyber Week Geschichte kommen noch ein paar Adventskalender, ja. Tatsächlich, da bin ich schwach geworden. Und heute habe ich für dich den Alessandro Spa Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, zusammen mit mir zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und wie in meinen Adventskalender-Unboxing-Videos mit Frauen-Adventskalendern, tüdelü, gibt es definitiv auch noch eine Verlosung. Was du dafür tun musst und was es zu gewinnen gibt, das kommt alles so im Laufe des Videos irgendwie. Genau, diesen Adventskalender hatte ich irgendwie immer so im Auge gehabt, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das wären nur irgendwie Nagellacke. Das ist aber nicht so. Das ist ein Spa-Adventskalender for Beautiful Hands and Nails. Also da sind auch richtig Handpflegeprodukte und sowas drin und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich hoffe nicht, dass da nur Handcreme drin ist. Ich hoffe auf so Handpeelings auch ein bisschen, ne, auf Nagelöle und sowas. Ich habe jetzt heute gar keinen Nagellack drauf. Vielleicht mache ich mir gleich noch einen drauf. Mal schauen. Das würde es anbieten, oder? Den habe ich gekauft für knapp 24 Euro oder so auf flaconi.de. Ich habe aber gerade nochmal geschaut. Den kriegst du auch für 24,99 aktuell auf Amazon. Den verlinke ich dir mal unten in der Infobox, falls er noch verfügbar ist. Ich bin gespannt auf den Wert und wir gucken mal zusammen rein. Ja, es ist ein ganz normaler Kläppchen-Adventskalender. Wie soll ich das sagen, ne? Ist einfach so zum Aufklappen und dann hast du da so Kläppchen drin und ja, ne? Unspektakulär, würde ich mal so sagen. Aber wir machen ihn jetzt einfach mal auf und wir starten mit der Nummer 1. Also die Zahlen sind da echt klein drauf, die siehst du kaum. Gerade mit ohne Brille siehst du die nicht. Oh, da sind auch Proben drin. Okay. Silky Gloves Protecting Hand Serum 3 Milliliter. Handserum. Kann ich jetzt ja verwenden. Aber so Zeitschriftenproben, ne? Das finde ich doof. Normalerweise sollte so ein Adventskalender doch irgendwie keine Zeitschriftenproben enthalten, egal wie viel er kostet. So, ist so eine Konsistenz, die. Das riecht nach Creme ganz einfach. Okay, ja, silky definitiv. Also wie ein Silikonprimer. Primer fühlt es sich an. Parfümiert. Ja. So ein bisschen erwachsen, orientalisch. Ganz angenehm vom Duft her, aber haut mich nicht um. So. Mit schmierigen Händen geht es zur Nummer 2. Und wir haben ein Nagellack. Oh. Ein Topcoat. 5 Milliliter sind hier enthalten. Ja, das ist einfach ein Überlack. Ganz klassisch, ne? Benutze ich immer wieder so Topcoats. Hier oben ist die Nummer 3. Gentle Touch Handmousse. Okay, das ist noch eine Handcreme. Dieses Mal aber keine Zeitschriftenprobe, sondern eine so eine Luxusprobe mit 8 Millilitern. Jo, einfach eine Handcreme. Ist klein, aber wir hatten jetzt schon zwei Kläppchen vorher ein Handcreme-Gedöns. Hm. Abwechslung, hallo. Hm. Riecht aber ganz gut durch. Bisschen süßer. Jo. Nach Shea-Butter riecht das so ein bisschen. Oder nach... Ne, wie Shea-Butter halt immer so riecht, wenn man das irgendwo drin hat. Was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist übrigens, dass du mir deine aktuelle Nagellackfarbe unten in die Kommentare reinschreibst. 4. Ach, guck mal, das ist für die Füße. Das finde ich schön. Pedix Feet Conditioning Vitality Mask. Eine Fußmaske, die 8 Milliliter enthält und die soll die Füße hydratisieren. Hier steht jetzt nicht drauf, wie lange man das drauf lassen soll, aber ich denke, wenn ich das so über Nacht drauf lasse, wird das mir jetzt nicht irgendwie die Füße abfallen lassen oder so, oder? Ich hoffe nicht. Hier haben wir die Nummer 5. Eine Ampulle? Hä? Was ist das denn? Cuticle Nail Oil. Ach, das ist ein Nagelöl. Arganöl. Okay, als Ampulle. Das ist spannend. Ich meine, so, ne, so ein Nagelöl, das hält ja Ewigkeiten. Also, bis man so ein Produkt aufgebraucht hat, das dauert schon eine Weile. Finde ich interessant, das in Ampullenform anzubieten. Hm, jo. Okay. Ampullen für die Hände habe ich auch noch nie gesehen, ne? Nikolaus, Nummer 6. Wieder eine Handcreme. Cream Rich Hand Cream. Ja, 8 Milliliter sind hier wieder enthalten. Ja, ne? Das sind halt so kleine Größen, die man dann auch sehr schön mit in der Handtasche transportieren kann. Ne? Aber für Nikolaus. Hm. Nummer 6 ist bestimmt ein Nagellack von der Größe.
Nummer 7 vor allem. Nummer 7 wäre das gewesen. Und ja, das wäre ein Produkt, was ich eher in der 6 gesehen hätte. Das ist ein Nagellack mit 5 Millilitern und das ist die Farbe Venise à Ongles, glaube ich. So ein dunkles Rot ist das. Richtig dunkelrot. Ihr seht die ganze Zeit meine entzündeten Finger, ne? Das tut mir leid. Ui. Das wollte ich gar nicht so nah in die Kamera halten. Ja, ich habe meinen Finger so ein bisschen entzündet. Hehe. Au. Ja, ich habe Schmerzen. Wirklich. Gut. Die Nummer 8 haben wir hier. Ah, gut. Was ist das? Ein Rich Filler. Ein Rillenfüller. Anti-Strice. Okay. Das sind auch wieder 5 Milliliter. Und ja, das ist einfach so ein Unterlack, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Das gefällt mir. Hier oben ist die Nummer 9. Und hier haben wir wieder einen Nagellack. Okay. Jetzt hast du aber, ne, also nicht gut verteilt, die ganze Geschichte. Das ist auch wieder ein Nagellack mit 5 Millilitern, wo auch keine Farbe draufsteht. Das ist auch wieder so ein dunkles Rot. Ist das die gleiche Farbe wie eben? Sieht sehr ähnlich aus. Ne, der von eben, der war noch etwas dunkler und der ist jetzt etwas heller. Ja, aber trotzdem dunkles Rot. Hier haben wir die Nummer 10. Und hier haben wir eine 10 Minuten Hydra Hand Mask mit 8 Millilitern. Also eine Handmaske für 10 Minuten auf die Hände drauf. Das kann ich mir gut vorstellen, das auch mal einfach abends zu verwenden und dann 10 Minuten nicht bewegen. Weil wenn du sowas auf den Händen hast, dann kannst du nicht viel machen. Aber das finde ich gut. Ja, hier oben ist die 11. Wieder ein Nagellack. Das ist eine schöne Farbe. So einen leichten Schimmer mit drin. 5 Milliliter ist hier enthalten. Ich finde es schade, dass die Farbbezeichnung da nicht mit beistehen, ne? Das kann man nämlich, ja, würde ich sonst gerne mit einblenden. Ja, das ist halt so ein Nude, aber es hat so Schimmerpartikel mit drin. Das kann ich mir schön vorstellen auf einem Solo-Nagel, so am Ringfinger oder so, ne? Ja, die Halbzeit haben wir hier, die Nummer 12. Das ist eine Nice Day Hand Lotion mit 8 Millilitern mit Hyaluronsäure und Kaviar. Oh. Nummer 13 haben wir hier. Knupp, das war meine Hüfte. Irgendwann fällt die Frau auseinander. Das ist ein Cuticle Remover. Quick and easy. Okay, was sollst du machen? Ein Nagelhautentferner. Das finde ich super, denn ich habe tatsächlich relativ viel überschüssige Nagelhaut an meinen Nägeln. Das heißt, du machst dir das drauf und dann machst du ganz normal... Was macht man denn dann? Hände waschen, dann geht die Nagelhaut weg oder wie ist das? Weiß ich gar nicht. Oder kann man da direkt drüber lackieren? Das muss ich noch herausfinden. Hier haben wir die Nummer 14. Was ist das? Pro White Effect Polish. Ein Effektlack mit Vernisseffekt. Hä? Weiß ich nicht, was der macht. Das muss ich noch herausfinden. Macht man den dann über die Nägel drüber und dann passiert irgendwas Cooles? Interesting, interesting. Die Nummer 15 ist wieder eine Moisturizing Nail Cream. Also das ist nicht Hand, sondern Nail Cream, also für die Nägel mit Hyaluronsäure und Shea Butter. Das ist diese hier. 16 habe ich hier unten. Oh, das ist ja mal eine Farbe. Das ist so ein Grau. Das ist ein Nagellack. Dieser hier. Nicht unbedingt meine Farbe, ne? Ich bin ja eher so der knallige Farbenmensch, aber kann man mal ausprobieren. Jo. 17 habe ich hier oben. Jetzt hauen sie wieder richtig einen raus, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ein formaldehydfreier Nagelhärter. Aha. Den machst du dann vielleicht so als Basecoat oder wenn du den einfach nur so drauf machst. Also jetzt könnte ich den quasi drüber machen. Cool. Jetzt geht es gerade richtig ab. Mit der Nummer 18 machen wir weiter. Mensch, jetzt hauen die aber hier einen raus. Das finde ich cool. So anfangs so eine Handcreme nach der nächsten gefühlt und jetzt ein Nagellack nach dem nächsten. Okay, ein Basecoat, das ist quasi einfach ein Unterlack. Sowas kann man gut verwenden, wenn du richtig farbige Lacke nimmst, ne? Damit du halt deinen Nagel an sich nicht verfärbst und ja, den nicht irgendwie unnötig austrocknest oder so. Das finde ich cool. So viele Nagelprodukte, der Wahnsinn. Nummer 19. Ich meine, es ist ja auch ein Nagellack, wenn es keiner, ne?
wieder so eine Ampulle. Das finde ich echt spannend. Das ist auch wieder ein Moisturizing Hand Serum. Okay, das macht man sich dann tatsächlich komplett auf die Hände drauf, ne? Ein Handserum. Spannend. Nummer 20. Noch so eine Ampulle. Jetzt hätten die ein bisschen schöner mixen können, finde ich, oder? Naja, ist nur so meine Idee. Nail Care Serum mit Macadamiaöl und Vitamin E. Eine Ampulle. Ich feiere das irgendwie voll hart gerade, dass da so viele Ampullen drin sind, ne? 21. Noch eine Ampulle. Es geht jetzt. Es ist nicht so gut gemischt hier. Zwei Phasen Nourishing Nail Care Serum. Ja, das ist dann halt wieder zur Nagelpflege ein Serum. Ja, 22. Coco Mango Nail Butter, eine Nagelbutter. Dann mit Kokos. Kokos mag ich nicht so gerne auf der Haut. 8 ml mit Hyaluronsäure und Mangobutter. Kommen wir nun zur Nummer 23. Das ist das vorletzte Kläppchen. Das ist recht groß. Lumi Protect and Repairing Hand Serum. Ein Handserum mit Kokosnussöl und Shea-Butter. Das sind 3 ml enthalten. Ja. Nee. Okay, und dann gucken wir in die 24. Das ist ein sehr großes Kläppchen und da muss doch irgendwas Großes, Cooles drin sein, oder? Oh, geil. Oh, geil. Dieser Hirsch gefällt mir. Lovely Wintertime Nice Day Hand Lotion. 30 ml eine Handlotion mit Hyaluronsäure und Kaviar. Und wie geil sieht bitte dieser Hirsch aus? Den feiere ich hart mit seiner Sonnenbrille. Was ich übrigens in diesem Video verlose, ist ein Nutcracker-Set von OPI. Das ist vom Nussknacker. Kracker wollte ich gerade sagen. Ja. Ne? Was du dafür tun musst, habe ich dir eben gesagt. Und ja. Ja, wie fand ich den Adventskalender? Ich fand ihn eigentlich ganz cool, weil du einfach so neue Produkte ausprobieren kannst. So Ampullen für die Hände oder für die Nägel finde ich ziemlich spannend. Ich denke auch, dass die Nagellacke ziemlich teuer sind. Also auch wenn es nur 5 ml sind, denke ich, dass sich der Adventskalender schon lohnt. Ja. Aber hey Leute, es ist Black Friday Sale. Wir können für 25 Euro diesen wunderschönen Adventskalender bekommen. Da sagt man nicht nein, oder? Schau in die Infobox, da habe ich ihn dir verlinkt, falls er noch verfügbar ist. Ansonsten habe ich dir einen anderen verlinkt, den ich irgendwo finden konnte. Genau. Jo. Aber, ne? Ich fand den cool. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich werde die Produkte, ich denke, so gut wie alle wirklich verwenden können. Ja. Doch. Auch wenn ich diese Zeitschriftenproben etwas öde fand, aber... Naja, das ist jetzt übrigens 1A eingezogen, ne? Also da fühlt sich gut an. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!